Herzlich willkommen zum Börsencocktail. Heute mit dem Thema, das die ganze Finanzwelt bewegt. UBS übernimmt Credit Suisse. Und am Schluss verraten wir euch noch, ob UBS-Aktien jetzt einen Kauf wert sind. Heute im Studio die Stimme unter den Schweizer Bankanalysten, Andreas Venditti von Vontobel und Chefredakteur Finanz und Wirtschaft, Jan Schwalbe. So, jetzt geht's los. Herr Venditti, schafft es die UBS überhaupt, Credit Suisse zu integrieren? Ja, das ist eine Herkulesaufgabe. Das Management wird auf Jahre hinaus beschäftigt sein mit dieser Aufgabe. Es wird auch Kosten verursachen, Restrukturierungskosten in Milliardenhöhe. Ich bin zuversichtlich, dass Ihnen das gelingt und dass Sie das auch durchziehen werden in vernünftiger Zeit. Jan Schwalbe, was meinen Sie dazu? Also ich bin auch zuversichtlich, dass sie das schafft. Und ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass sie das schafft. Denn die UBS ist jetzt sowas von wichtig geworden für die Schweiz. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Also unser Finanzsystem hängt jetzt vielleicht ein bisschen ein komisches Bild am Tropf der UBS. Also da kann man sich gar nichts mehr leisten. In der Finanz- und Wirtschaft hatten wir Professor Wiplosch interviewt, jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe hier. Und der sagt, die Schweiz hat jetzt das größte Bankenrisiko weltweit. Und das ist so. Das war vorher schon ein bisschen so. Und das ist jetzt noch mal extremer. Von dem her, ich glaube dran, die Banken sind relativ ähnlich. Und ich hoffe, dass die UBS bei ihrer konservativen Haltung bleibt. Das hat ihr gut getan. Und wenn sie das schafft und aus der Credit Suisse auch eine konservative Bank macht, zumindest aus dem, was übrig bleibt, dann glaube ich schon, dass das möglich ist. Bei so einem großen Risiko, hätte es da nicht andere Möglichkeiten gegeben? Ja, ich glaube, es hätte nur schlechte Möglichkeiten gegeben und das ist wahrscheinlich die am wenigsten schlechte. Man muss sich vorstellen, dass man halt in wenigen Tagen viele Entscheide fällen muss, wie man das strukturiert, wie man vorgeht. Das war hochkomplex, unter Zeitdruck, auch unter Druck von ausländischen Behörden wahrscheinlich, die auch öffentlich sich geäußert haben, dass die Schweizer Behörden jetzt vorwärts machen müssen. Und ich glaube, der Druck war enorm groß. Und von dem her gesehen glaube ich, ja, es ist mit Abstrichen natürlich eine kommerzielle Lösung, wie man gesagt hat. Und ja, jetzt schauen wir mal draus, was draus wird. Man hat ja gehört, dass BlackRock zum Beispiel wirklich ernsthaft interessiert war und das hat man so ein bisschen vom Tisch gewischt. Da sagt er, aber man will unbedingt eine Schweizer Lösung. Fand ich jetzt ein bisschen komisch. Fanden Sie doch, das Schweizer Lösung sonst gar nichts? Oder was hätten Sie jetzt an der Stelle gemacht? Hätten Sie das genauer geprüft? Es gibt verschiedene Optionen. Das Problem mit genau prüfen ist eben, die Zeit hat wirklich gefehlt. Mhm. Und ich glaube, das war auch vor dem Hintergrund die einfachste Lösung sozusagen, mit einem ausländischen Player. Man hat ja im Vorfeld auch gemunkelt, Deutsche Bank würde gerne gewisse Teile übernehmen. Gut möglich, aber auch das hätte alles noch viel komplizierter gemacht. Und angesichts der knappen Zeit ist es schlicht und einfach nicht möglich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass nicht die Deutsche Bank gewisse Teile übernommen hat, weil die ist ja auch nicht gerade die stabilste und beste Bank im Moment. Also dann noch lieber BlackRock. Ja. Aber ja, ich bin schon auch der Meinung, es war schwierig, jetzt eine andere Lösung zu finden. Die Versäumnisse waren in der Vergangenheit, aber wenn man jetzt nur dieses Wochenende angeschaut hat, muss ich ehrlich sagen, und auch wenn viele jetzt darauf rumhacken, was passiert ist, man hat aus einer sehr, sehr schwierigen und schlechten Situation noch das Beste gemacht. Trotzdem, es war ein trauriges Wochenende und es werden harte Zeiten. Also die Zeit war so knapp, war es zu spät, um Credit Suisse zu retten? Ja, an sich kann man schon überlegen, dass man letzten Oktober, nachdem in wenigen Wochen nahezu 100 Milliarden abgeflossen sind, dass man sich schon fragen musste, also die Situation war damals schon sehr extrem. Und klar, man hat dann alles auf Social Media bezogen, gesagt, ja, das war dann ein Sturm und so weiter, stimmt alles nicht und so. Das Problem ist das Vertrauen. Und das Vertrauen war eben schon lange angeschlagen und immer weiter abgebröckelt. Und irgendwann ist es halt der Tropfen, oder? Der das Fass zum Überlaufen bringt, glaube ich. Vielleicht war es auch ein bisschen das Widerstand des Managements der Credit Suisse. Ich glaube, man wollte mit aller Kraft einfach allein durch diesen Sturm und sich sehr, sehr wenig sagen lassen. Und hätte man im Oktober, wäre man vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt nicht ehrlicher, sondern realistischer gewesen, hätte man vielleicht Möglichkeiten gehabt, aus der Bank noch was zu machen. Und zwar vielleicht nicht allein, sondern mit jemand anderem. Aber dann nicht, wie man jetzt versucht darzustellen, mit einem
einer Fusion mit der UBS, es ist keine Fusion, es ist eine Übernahme, sondern wirklich mit einer Fusion mit irgendeinem Partner, der gleichgestellt gewesen wäre. Ist die Bankenkrise denn mit dieser Nicht-Fusion, mit dieser Übernahme vorbei oder fängt sie gerade erst an, Herr Venditti? Ja, ich denke, die Märkte haben sich ganz klar beruhigt. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir Montagmorgen noch keine Lösung gehabt hätten. Ich glaube, da wären wir heute an einer anderen Diskussion. Insofern glaube ich, für den Moment ist es eine Beruhigung. Ich glaube, die Situation ist weiterhin fragil. Und die Behörden auch in anderen Ländern, Frau Yellen hat sich auch schon mehrmals geäußert, die werden schon schauen, dass sie das möglichst unter Kontrolle halten. Und ja, das ist auch meine Hoffnung. Herr Schwabe? Also ich glaube, in der Schweiz, knock on wood, wie man so schön sagt, ist es vorbei für den Moment. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine weitere Schweizer Bank ein Opfer dieser Krise wird. Sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass jetzt die Credit Suisse sozusagen weltweit als dritte oder maximal vierte Bank fällt bei all diesen Banken, die es gibt auf dieser Welt. Also von dem her glaube ich, es ist nicht vorbei. Wir haben weiterhin hohe Zinsen, die Zinsen werden steigen, es werden andere Banken Probleme bekommen. Wie groß die sein werden, das ist so ein bisschen die Frage. Also wird es nochmal eine große, wie die Credit Suisse war eine der 30 weltweit systemrelevanten Banken treffen. Ich hoffe es nicht, ich glaube es auch nicht, aber ausschließen möchte ich es auch nicht. Ist denn jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, um UBS-Aktien zu kaufen? Das wollen natürlich alle wissen, Herr Venditti. Was meinen Sie dazu? Ja, ich habe mein Buy-Rating bestätigt oder stehen gelassen nach der Transaktion. Es ist klar, dass sich der Investment-Case natürlich völlig geändert hat, zumindest über die nächsten paar Jahre. Wir haben eine solide, sehr kapitalgenerierende Bank, die sehr viel Kapital auch an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Das war der Investment Case bisher. Neu haben wir jetzt für die nächsten paar Jahre eine sehr komplexe und auch risikoreiche Restrukturierung vor uns. Das ist natürlich ein völlig anderer Case. Wenn man durch diese Phase allerdings hindurchschaut, gehe ich schon davon aus, dass die UBS in Zukunft wahrscheinlich noch besser dastehen wird als bisher. Sehr zuversichtlich. Jan Schwalbe, siehst du das auch so? Jein, muss ich darauf sagen. Also ich glaube, ein bisschen hat das Herr Venditti auch schon angedeutet, der Investment Case ist jetzt ein ganz anderer. Währenddem ich vorher die UBS sozusagen als eine der sichersten Wetten innerhalb der Finanzbranche gesehen habe, sehe ich UBS jetzt so ein bisschen auch als Spekulation auf diesen Erfolg. Man hat dann wahnsinniges Potenzial mit der Credit Suisse, aber wie Sie vorher gesagt haben, es ist eine Herkulesaufgabe und da ist es keinesfalls sicher, dass die so gelingt, dass die Bank nachher viel, viel besser dasteht. Also von dem her, ich glaube, wie man so schön sagt in der Börsensprache, der Upside, also dass die Aktie stärker steigt als ursprünglich erwartet oder als sie jetzt steht, der ist gut, der ist groß, aber man muss sich bewusst sein, dass da viel Risiko in den Aktien drin steckt und von dem her muss man sich auch generell mit Finanzaktien wohlfühlen. Ich persönlich tue das im Moment nicht so richtig, also von dem her bin ich vorsichtig. Würdest du denn jetzt im Moment auf keine Schweizer Bankenaktie setzen? Also wenn ich mich entscheiden müsste im Moment für Bankaktien, würde ich auf die setzen, die möglicherweise profitieren. Die haben jetzt auch schon recht gut reagiert. Also eine Julius Baer mag ich, die Kantonalbanken sind gut, die kotiert sind, also eine BCW, Vaudois, die finde ich auch spannend. Also ich würde jetzt wahrscheinlich eher da reingehen als UBS. Langfristig dann, da bin ich mit Ihnen schon einer Meinung, kann das mit der UBS dann schon funktionieren. Aber ich glaube mal so kurzfristig gibt es da mehr Potenzial. Sind Sie auch dieser Meinung oder haben Sie noch andere Tipps, für welche Bankenaktien jetzt ein Kauf wert sind? Ja, ich bin auch der Meinung, es wird Gewinner geben. Und es natürlich auch unter den Nicht-Kotierten. Also wenn man ZKB anschaut, ist es ganz klar, dass sie in verschiedenen Bereichen wahrscheinlich profitieren werden. Das ist ganz klar. Julius Baer, wie Sie gesagt haben, hat schon auch einen Kurssprung gemacht deswegen. Eine weitere, die ich auf Kaufen habe, ist die VZ Holding, Vermögenszentrum, ist eine völlig andere Geschichte, hat auch völlig andere Treiber. Ich glaube auch nicht, dass die besonders profitieren wird, weil auch die Kundenbasis und der Grund, weshalb Kunden zu VZ gehen, völlig ein anderer ist. Aber das ist auch eine Aktie, die ich auf Kaufen eingestuft habe. Sagt uns doch eure Meinung in den Kommentaren. Würdet ihr jetzt auf UBS-Aktien setzen? Wenn ja, wieso? Wenn nicht, wieso nicht? Und auf welche Schweizer Bankenaktien würdet ihr sonst setzen, jetzt in diesem Umfeld? Herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Andreas Venditti, Jan Schwalbe und bis zum nächsten Börsencocktail.